war. Und wir sind sehr, sehr gespannt, wie sie die erste kleine Packung weggesteckt haben. Es geht gleich zum nächsten Highlight-Duell nach Schalke 04, kommt Werder Bremen. Es gibt Schlimmeres für so einen Mühli-Spieler. Kugel liegt bereit. Schiedsrichter, erste Mal heute im Einsatz. Thomas Lauf, 38 Jahre, Schiedsrichter vom SSV Preußisch-Dhrön. Und wir gehen direkt rein in die Partie. Auch die Bremer nicht so gut reingekommen ins Spiel. 1:3 verloren gegen Mainz 05. Die Mühlis, wie gesagt, verloren mit 0:3 gegen Schalke 04. Mühlis haben den Torwart gewechselt. Melvin Finke ersetzt jetzt Kilian Rische im Tor unserer heimischen Regionalauswahl. Abschlussversuch jetzt. Gute Möglichkeit von Nico Tübing. Wir haben es vorhin gesagt, es braucht so ein bisschen Spielglück. Es braucht mal so ein Tor aus dem Nichts. Es braucht einfach ja, so ein Ding, so ein Mutmacher, so ein Rückenwind durch irgendeine positive Aktion. Das hilft ungemein. Das wäre fast die Möglichkeit gewesen, aber der Ball ging etwas lang. Es gibt aber Freistoß für die Mühlenkreisauswahl. Da mal ein Blick auf die Bremer Bank. Ganz rechts im Licht im Haar. Das ist Frank Bender, 49 Jahre alt, der Trainer der Bremer seit 01.01.2014 bei der U16 im Amt. Nächste Schusschance. War vorher 11 Jahre Co-Trainer der U23. Unter anderem hat er da Thomas Wolter und Frank Neubart assistiert. Beides ja auch ganz bekannte Namen. Und jetzt zum mittlerweile 5. Mal hier in der Kasperhalle. Nächste Halbchance für die Mühlis. Bisher die spielbestimmende Mannschaft. Jetzt muss da Druck in die Ecke rein. Jawohl. Schade. Ja, da hätte der Zugriff dann kommen müssen, wenn man schon so mutig oben steht. Das war wichtig, dazwischen zu kommen, um Bremen den Rhythmus zu nehmen. Aktiv verteidigen. Fußrahmen bekommen, wieder wichtig. Körper reingestellt. Ja, Arm war ein bisschen draußen. Foulspiel von Tiago Rotermund. Da ist wieder Rotermund. Spieler der JSG Lohe, Bad Oeynhausen, Tiago Rotermund. Unterstützung der Halle passt, das sehen wir auch hier. Die Mühlis Anforderungsrufe. Wie gesagt, ein so ein Tor, so ein 1:0. Das würde die Halle natürlich nochmal richtig zum Kochen bringen. Bei den Jungs nochmal richtig Kräfte freisetzen. Und dann geht alles. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder erlebt. Schussversuch, kein Problem. Für Melvin Finke im Tor. Müller. Fleißig unterwegs. Das intensive Körperspiel an der Bande. Da halten sie jetzt gegen. Das war im ersten Spiel. Wirkt sie da noch ein bisschen vorsichtig. Bisher alle Körperduelle voll angenommen.
Jetzt mal ein bisschen Platz. Guter Versuch da. Timon Wiegmann. Richtig jetzt, jawohl. Körper reinbekommen. Also haben wir Zuschauer aus Norddeutschland dabei. Es sei uns etwas verziehen, dass wir natürlich Tucken Neutralität hier aufgeben, wenn der absolute Underdog hier auf den Tabellenzweiten der Regionalliga trifft. Ich denke, das sei uns hier verziehen. Bremen jetzt um Ruhe bemüht, um Kontrolle bemüht. Müll ist ein bisschen laufen zu lassen. So, jetzt die Riesenchance. Klasse quergelegt, Tor ist frei! 1:0 für die Mühlenkreisauswahl. Das war wunderbar gespielt. Jetzt hier was nochmal. Keeper ist schon mutig rausgewagt. Das müsste Marcel Kunkel gewesen sein. Spieler vom FC Preußen Espelkamp. Das ist doch der Wachmacher für die Halle. Und das ist doch der Mutmacher für die Mühlis. Kunkel erneut, Latte. Jetzt gleich nachlegen. Erstes Turniertor für die Auswahl. Oh, Ball zurückgelegt, gute Möglichkeit. Aus der Drehung, wieder gut geblockt. Jetzt Aktivität auf den Ball bekommen. Müssen immer wieder Druck machen, immer wieder stressen. Machen sie gut da jetzt. Dann der gute Versuch von Bremens. Davi Sassante. Cool bleiben. Ball an die Decke, Freistoß. Für Werder Bremen. Von der Außenposition. 5 Minuten noch. Bisher läuft alles nach Plan. Um Kontrolle bemüht. Sie suchen die Lücke. Die Mühlis lassen derzeit keine zu. Da wieder zuschnappen. Foulspiel. Schade. Haben sie kurz davor, den Ball zu kommen. Auch für Lauf schwierig. Mühlis zu pfeifen ist immer ein Stück weit unangenehm. Einfach, weil natürlich die Sympathien in der Halle klar verteilt sind. Und was du machst, wieder wird unterstellt, du bevorteilst sie, oder wird unterstellt, du benachteiligst sie, um sie nicht zu bevorteilen. Bisher alles im Griff und eine sehr, sehr gute Leistung. Gilt aber auch für alle Schiedsrichter bisher im Turnier. Wirklich klasse. Der Ball da in der Ecke behauptet. Sie halten körperlich voll dagegen. Er ist schwer aufzuhalten, er ist schwer zu bändigen. Polat. Der Zehner. So, Ball da wieder behauptet. 3 Minuten noch. Keine Konter zulassen, immer wach bleiben. Polat bekommen sie da kaum aufgehalten. Klasse jetzt wieder. Der Ballgewinn, er muss alleine machen. Da kommt keiner mit. Ja, fast hätte er versuchen abschließen zu müssen. Jetzt haben wir hier die Gleichzahl. Gutes 1 gegen 1 Verhalten. Aber jetzt ein freier Abschluss, aber mit vereinten Kräften. Gut verteidigt. So, sortieren wieder. Ah, sie pumpen schon. Roter Munter hat er beide Hände in den Hüften eben gehabt.
Halle ist da, Halle unterstützt. Tolle Atmosphäre hier in der Crashboard-Halle. Abschlussversuch. Ball knapp rüber. Es wäre doch so ein Ding hier. Ah, Polat, Körperspiel, sicherlich grenzwertig, aber kann man laufen lassen. Unangenehmster Gegenspieler, so gefühlt. Für die Mühlis. Ah, Polat hier wieder, ja, das hat er jetzt gewürfen, Armer draußen. Korrekte Entscheidung. Nichts passiert da. Sie müssen aktiv bleiben. Sie müssen immer wieder Druck auf den Ball machen und alles aufmerksam verteidigen, was hinter ihnen passiert. Machen Sie gut so. Auch da wieder aktiv drauf. Immer und immer wieder stören. Immer und immer wieder stressen. Gutes Duell jetzt. Freistoß für Bremen. Jetzt geht es in die heiße Phase. Die letzte Spielminute der Begegnung wird Ihnen präsentiert von Packkonzept. Kartonagen aus Lübeck. Also, kurz vorm Ziel hier. Kurz vor der ersten dicken Überraschung. Frank Bender, der ist entspannt, der kennt das alles. Der wird seinen Jungs schon was erzählen nachher. Sollten sie wirklich gegen die Auswahl verlieren. Es ist so zum Greifen nah. So, Polat mit dem nächsten Foul. Hat sie festgehalten an der Bande. 35 Sekunden noch. Wird hier Marcel Kunkel zum goldenen Torschützen, zum ersten Sieg 2019 für die Mühlenkreisauswahl. Wir müssen wieder davor. Leon wieder. Die Halle ist da, die Halle hilft. Oh, der lange Ball, aber Bremen macht es jetzt auch echt kompliziert. Oh, rauschen sie voll in die Bande. Und das war's! Die Mühlis gewinnen! Ihr erstes Spiel mit 1:0 gegen Werder Bremen! Herzlichen Glückwunsch an Humbracht und an Bönker! Klasse Erfolg! Wir melden uns gleich zurück mit der nächsten Partie Bielefeld gegen Wolfsburg. Bis gleich! Ich habe seit neuestem einen wunderbaren Feuerteufel. Kann man kontaktlos zahlen? Hast du das Kartel dabei? Ja. Jawohl, also, sei mir eine 2,50. Piep. Bitte schön, das haben wir mit. Aber gleich. Hast du gepiept? Es gepiept, jawohl, vorher wird bearbeitet. Bumm. Nicht zu glauben. Mag noch jemand kontaktlos zahlen bei mir? Nur die Wahnsinn. Brutal. Zahl Magie, hier am Umstand. Magie. Die Atmosphäre bei Mittwald ist richtig cool, weil wir uns untereinander echt gut verstehen. Man hat nicht das Gefühl, dass Vorgesetzte weit von einem weg sind, sondern man kann sich auf Augenhöhe miteinander unterhalten. Im Kundenservice lerne ich unter anderem Tickets zu beantworten und Telefonate zu führen. Dabei macht es einem sehr viel Spaß, wenn man vom Kunden positives Feedback erhält. Darauf kann man schon stolz sein. Möchtest du Teil von Mittwald werden? Dann freuen wir uns jetzt auf deine Bewerbung.